verpflichtet, das sagt man immer. Das zweite Jahr ist besonders schwer, aber ich glaube da nicht unbedingt dran. Für den VfL in diesem Jahr mit Sicherheit, denn man hat Leistungsträger verkaufen müssen und das muss man jetzt kompensieren. Sie haben eine große Chance, weil es eine Einheit ist. Sie haben eine große Chance, weil die Mannschaft und der gesamte Verein und die gesamte Fangemeinschaft hinter dem VfL steht. Die Chance ist da, aber es wird sehr, sehr schwer. Der FC Schalke ist mit Sicherheit noch zu retten, aber braucht man natürlich wesentliche Punkte auf sich selbst bezogen. Einen hervorragenden Trainer haben sie geholt, der weiß, wie das Geschäft geht, der weiß, wie Abstiegskampf geht. Es wird verdammt schwer, aber es ist möglich. Werder Bremen hatte bessere Voraussetzungen als Schalke 04, eine andere finanzielle Lage und vor allen Dingen, sie wussten, welche Spieler unter Vertrag bleiben können. Hertha BSC ist eigentlich schon seit Jahren ein Unruheherd. Der eine Trainer geht, der andere kommt. Zielsetzungen immer die gleichen, man will oben mitspielen. Das sind so weit von entfernt, aber ich glaube trotzdem, dass Hertha BSC in diesem Jahr wiederum die Klasse erhält.